Ich weiß ja nicht, ob ihr euch da auch so weit mit anfreunden könnt oder wer das von euch auch mag. Ich meine, das ist... Oh. Muss man halt mögen. Oder halt auch nicht. Aber das tut mir leid, Blank Wolf. Hatte ich aber auch früher alles. Aber ich musste halt immer Prioritäten setzen. Ah, okay, guck mal, da komme ich jetzt da drüben durch. Entweder das eine oder das andere. Das sieht ja schon alles ziemlich komisch aus hier, ne? Ich meine, was ist hier wohl passiert? Okay, das ist gar nicht so leicht. Ich will die Lebenspunkte da oben gerne haben. Fuck. Ja, das kann sein. Aber das hat nicht nur was mit dem Alter zu tun, Blank Wolf. Meine Freundin zum Beispiel, die ist ja auch noch ein bisschen jünger. Die hat auch noch ein NES zu Hause stehen. Die steht da auch drauf. Okay. Hä? Was war denn das jetzt? Größenknotenpunkt. Erhöht die Projektilgröße für Waffen dauerhaft. Ach was. Okay. Da würde es auch noch höher gehen. Habe ich denn irgendwo... Ach, Karte. Guck mal an. Und da sind wir ja gekommen, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Und da gibt es auch einen Speicherpunkt. Würde ich nämlich ganz gerne mal eben machen. So, auf der Seite haben wir die Waffe gefunden. Und da ging es dann auch nicht mehr weiter, ne? Ich würde auch mal sagen, da gibt es jetzt so noch nichts zu finden. Aber wer Metroid gespielt hat, der weiß auch, dass es dann immer ums Backtracking geht. Also man findet irgendwas, kriegt Bomben, geht wieder in den Anfangsraum, sprengt da irgendeinen Gang frei und auf einmal ist da alles neu. Gehen wir jetzt mal hier nach rechts und gucken mal, ob wir da weiterkommen. Ne, irgendwie nicht, ne?
ihr hört das auch, ne? Okay, da komme ich nicht weiter. Versuchen wir das nochmal einen Raum höher. Sonst wüsste ich das jetzt auf Anhieb auch nicht. Ach, siehste. Keine Ahnung, wie man da jetzt weiterkommt. Ich meine, ich hab's gesehen, aber ich wusste nicht, was passiert. Okay, ich möchte zurück. Das ist bestimmt ein Boss. Da gehe ich jetzt mal fest von aus. Und hier ist bestimmt ein Speicherpunkt auf der anderen Seite. Yeah, geil. Das ist doch schon mal super. Spielstand gespeichert. Ha! Ich mag das. Na okay, jetzt gehe ich da nochmal zurück. Okay. Auf deine Verantwortung. Mist, ich bin gefangen. Dämon. Wow, hey, du kannst sprechen. Hör zu, ich habe mich verlaufen und... Dämon, Athetos sagt töten. Oh, das ist wie in Super Metroid damals. Die werden schneller. Scheiße. Ein Hit noch und ich bin tot. Boah, Glück gehabt. Boah. Wie ein Mächtigdarm. Okay, vielleicht ein bisschen, ja. Okay, jetzt bekomme ich irgendwas. Einen Doppelsprung. Nein. Eine neue Waffe. Was ist es? Laserbohrer, der durch Stein schneiden kann. Ach was? Wie geil ist das denn?
ist schon ziemlich episch. Ach, wie cool. Guckt euch mal die Waffe. Also ich finde das mega geil gemacht. Gefällt mir richtig gut. Ach, rote Steine gehen auch. Ach was. Was ist das? Energiekanister. Erhöht Waffen- und Gegenstandsschaden dauerhaft. Ach, guck mal an. Um Gottes Willen. Da kann man ja wieder absuchen, wie man will. Das wird hammerhart. Das muss ich mal überlegen. Da oben ist ein Speicherpunkt. Da möchte ich jetzt zuerst hin. Okay, kann man auch als Waffe benutzen. Gefällt mir gut. Speichern wir nochmal eben. Also bis jetzt finde ich es echt super. Muss ich schon sagen. So, hier genau. Kackviecher. Es ist natürlich die Frage, ich will nochmal zurückgehen, ob es hier irgendwo Geheimräume gibt. Oh, du Drecksau. Da schon mal nicht. Okay, da wäre es sinnbefreit. Aber vielleicht doch da oben. Ne. Hi, Büffel. Guten Abend. Alles klar, Taui. Kurz vorm Verrecken. Was ist das denn schon wieder? Okay. Ja gut, und selber? Lebenspunkte sind gar nicht so verkehrt. Oh! Okay, da komme ich auch noch nicht weiter. Erstmal alles anbohren. Ja, aber nur ganz kurz. Okay. Da kommen wir also auch noch nicht weiter.